Hier also ein kleines Update zur Jacke Teufelskerl von Rough Stuff. Wie viele von euch wissen, habe ich die Jacke Teufelskerl von der Firma Rough Stuff schon bei mir sehr lange im Test. Ich habe damit schon ziemlich verrückte Sachen gemacht, zum Beispiel das hier, da könnt ihr gerne das Video mal anschauen. Und es ist für mich wirklich außerordentlich erstaunlich, wie vielseitig diese Jacke eigentlich ist und wie viel sie wegstecken kann. Eines der super Kriterien ist, dass die Jacke den Geruch nicht annimmt. Das heißt, ihr könnt euch auch gerne mal ans Lagerfeuer setzen oder ähnliches und sie wird danach nicht stinken. Falls sie etwas Geruch annehmen sollte, es wird sich ja ein bisschen was auflegen, einfach die Jacke draußen auf dem Balkon hängen, ein bisschen frische Luft rankommen lassen und zack, könnt ihr die Jacke wieder überall mit hinnehmen. Überhaupt kein Problem. Jetzt ist es doch leider so, dass ich die Jacke sehr stark beansprucht habe und das über einen sehr langen Zeitraum. Und nun ist es so, ich möchte sagen, dass sich über diese Jacke eine Art Patina gelegt hat. Ja, zumindest kommt es einem ein bisschen so vor. Das heißt, sie hat doch jetzt angefangen, gegen Ende hin doch etwas Geruch anzunehmen und ich habe das auch mit Lüften nicht mehr wegbekommen. Und dazu werde ich die Jacke jetzt waschen und euch zeigen, wie einfach das eigentlich geht und wie schnell sie dann wieder einsatzbereit ist. So, wie ihr gesehen habt, alles was ich gemacht habe, ist einfach nur handwarmes, also lauwarmes Wasser in die Badewanne einzulassen und dann einfach richtig einmal durchzuwalken mit klarem Wasser. Und das war's eigentlich auch schon. Die Jacke wird dann einfach jetzt noch über den Balkon gehängt und dann zum Trocknen aufgehängt und dann ist sie ratzfatz wieder einsatzbereit. So, habe die Jacke jetzt wieder reingeholt, die Jacke ist wieder getrocknet und der Geruch ist wieder komplett weg, obwohl ich nur reines Wasser benutzt habe. Wer jetzt aber hier ein bisschen Geruch dazu haben möchte, dem würde ich empfehlen, das Ganze nur mit einem Wollwaschmittel, auch jetzt hier wieder wie in der Badewanne reinmachen, ein bisschen durchwalken, nachher mit klarem Wasser durchspülen, fertig. Ich hoffe, das Video hat dem einen oder anderen noch was gebracht. Ich weiß, dass wenn man sich eine neue teure Jacke gekauft hat, dann scheut man sich immer so ein klein bisschen davor, da wirklich mal an die Sache heranzugehen, aber diese Jacke, dieses Produkt, ja, das geht ordentlich mit, da braucht man keine Angst davor zu haben und was für einen Fehler kann man machen bei klarem Wasser. Wem das Video gefallen hat, lasst mir noch ein kleines Like da, vielleicht noch ein kleines Subscribe und vielleicht gefallen euch einen von diesen zwei Videos noch. Ansonsten schaut doch mal auf Survival Deutschland, meiner Facebook-Seite vorbei, das ist mein kleines Online-Magazin und sag bis zum nächsten Mal.